Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, ich habe eine Hilfsbotschaft. Mehr oder weniger. Und zwar. Nee. Gieß dir mal keinen Saft ein. Sondern schau, ob. Dass du. Peter rauslassen. Ist ja jetzt gar nicht in der Stimmung da. Und zwar werde ich Pike und die anderen beiden Kinder auch ins Internat schicken, solange wir noch keine Schule haben. Also ganz ohne Schulbildung ist nicht gut. So, jetzt pass mal auf, Peter, krabbel du mal hier rüber. Und Marek, die ist auch dahin. Wie bist du überhaupt wach, wenn du müde bist? Dann geht schlafen, ist drin schlafen. Und sie kann Peter mal beibringen zu laufen. Eine Schulkette hätte sie schon nehmen dürfen. Ja, ich meine, Strafe muss sein dafür, dass wir immer noch keine Schüler haben. So, die Party-Sachen sind garantiert wieder verborgen. Nee. Die Waffen, die mal irgendwann gemacht wurden. Das ist ja sowieso. Was? Außerirdischer? Dann haben nämlich auch die Erwachsenen zumindest etwas mehr Zeit, sich mal um ihre Fortschritte zu kümmern. Ist der Außerirdische auch wieder weg. Hat sich also nicht mehr um den Bau gekümmert. Der Bau schläft schon. Vor allem, Erkan muss ja jetzt dann so schnell wie möglich anfangen, das Buch zu lesen. Mit sozialen Kontakten hat er wirklich keine Probleme mit seinen ganzen Partys. Und dann kann ich mich darum kümmern, dass Tarek vor allem jetzt auch mal seine Logik und sein Charisma steigert. Denn es war ja gedacht, dass er auf die Art dann die Schule verdient. Ein bisschen aufpassen. Sie muss schon auf die Toilette. Donna, du. Wash la lauf. Peter, ein wenig hier spielen. Das ist immer gut auf, nichts weg im Bildschirm. Halt. Das ist schon verdorben, oder? Schlecht, ne? So, kann ich das da gar nicht mehr einräumen. Ich lebe zwar, aber ich kann den Kühlschrank hier noch öffnen. Ja, normal, normal. Nee, normal, lecker. Oh, der ist jetzt aufgestanden. Becky? Willst du nicht schlafen? Ach, jemand ist in ihrem Bett. Wer ist in ihrem Bett? Pike? Pike, wieso liegst du im Bett mit Betty?
dich nicht mal in dein eigenes Bett? Der Kühlschrank klingt aber immer noch. Was, du kannst nicht hoch? Dann kann sie endlich ins Bett. Aber wieso konnte Pike nicht in ihres? Jetzt geht's nicht. Das wollte ich mal sagen. So, Peter, geht's nicht gut? Die Windel ist schmutzig. Da muss er jetzt durch. Immerhin hat er Spaß. Halt mal nicht mehr schlafen. So. Peter hat schon. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Halt mal auf, halt dann. Verkauf mal dein Bild. Wird schon wieder hell. Und verkaufen. Nochmal ein neues. Ja? Mein Üben. So. Pike ist noch am Schlafen, das ist dann Hunger. Kann denn schon jemand aufstehen? Du stehst mal auf. Und dann kannst du ihm gleich die schmutzige Windel wechseln. Und eben hochgezogen. Dann. So. Dann ist Chanel. Chanel kann. Halt! So. Das Pike mal am Boden. Erkan gibt Peter Babynahrung. Und dann mit Erma Schütz und Hilda. Jetzt auf. So, was ich nicht geschafft habe, macht jetzt von Hilda.
will auf die Dusche. Gut, die Dusche. Nein, 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 nein. Du gehst jetzt nicht schon wieder schlafen. Du kannst gar nicht schlafen, bis du vollkommen ausgerückt bist. Du bringst jetzt Pike, die Powder sprechen bei. Ach, das macht er jetzt. Okay. Sie will jetzt wirklich schlafen, das kann sie aber nicht. Sie muss jetzt da ins Kämpfer gehen. Oh. Was sind denn da? Achso, da kann, unter der Dusche. Das ist ja mal wieder typisch. Jetzt macht sie erst das ganze Bett, bevor sie Pike rauslässt. Peter rauslässt. So, Moment, was macht sie? Und Peter erstmal ins Bett, dann darfst du Frühstück essen. So, Chanel, mit dem müssen wir jetzt was treiben, bevor du wieder ins Bett willst. Ein Spiel mit Tarek spielen. Kann sie garantiert. Aber am besten, sie schreibt jetzt mal an ihr Buch weiter. Und schreiben. Ah, das Buch ist schon fertig. Dann machen wir einen Horrorroman, bitte Frau. Glückwunsch, Pike für die Fähigkeit Malerei, soeben Level 4 erreicht. Die Werke von Pike lassen allmählich einen persönlichen Stil erkennen. Okay, Pike. Ach so, das ist nur besser geworden, ist noch nicht. Visionärin. Mühsam mit dem Pinsel auf Leinwand gebracht oder schnell mit der Kamera eingefangen. Kunstwerke erwecken bei Sims Gefühle wie Genuss, Wut, Aufregung und Freude. Wugo Dick. Deji. Nach allen wahren Erlebnissen in Boston. So. Ja, kann du stillst deinen Hunger noch? Das ist ja gut so. Und dann? Musst du aus? Wie sind die anderen Leute? Nee, das ist ein Pferd. Kein Pferd gilt nicht. Pike hat soeben einen gelernt. Ach ja, richtig. Warte mal, willst du noch ein Stück essen? Ah nee, das brauchst du gar nicht. Das brauchst du eigentlich auch nicht, aber dafür ist es wahrscheinlich zu spät zum Abbrechen. Wir haben noch Brunhilda. Ihr müsst euch nicht mehr um alles kümmern. Sehr schön, da ist auch jemand. Dann geht dort einen Kaffee trinken. So, wie geht's dir? Ziemlich gut. Wie geht's dir? Auch ziemlich gut. Jetzt haben wir ordentliche Charaktere, die alles automatisch säubern. Und wir haben Brunhilda. Das kommt praktisch um uns. So, und du darfst deine Tochter jetzt im Internat anmelden. Ja, nicht sie selbst, sie. Man muss die das dann machen.
im Internat anmelden. Sportakademie, Liebe und Frieden, eine Fromage-Kunstschule. Ja, ich denke, die Le Fromage-Kunstschule wäre am besten. Oh, Nuba Dark. Oh, gute Day. Ich hoffe, Lala. Zu far. Gib mir Norkel. So, wie sieht's bei dir aus? Blusher. Du möchtest. Möchtest du Pike wirklich in der Le Fromage-Schule anmelden? Ja? So. Und gleich jede Menge Leute hier. Dann kann er da ein bisschen plaudern. Danke für das Kompliment. Ja, gut. Ach nee, er hat sich jetzt ein Buch geschnappt. Das heißt kein Buch schnappen. Das heißt mit Leuten reden. Freundschaftlich grüßen. Das ist zum ersten Mal, dass ich ein Kind in die Ding schicke. Ist Peter schon wach? Nee. Und Hilda hat Peter geweckt. Ich würde sagen, da muss mal jetzt jemand. Wohnhilda. Entlassen. Mama! Jaga! Oh, hat sie ihr gesagt, dass ich hab's verpasst. Genau. Was soll's plaudern? Oder mit ihr? Mit ihr. Ha, bedingt. Muss doch noch mal jemand zum Plaudern hier sein? Ja, Tourist, die kennst du mit freundschaftlich grüßen. Oh, Lucia. Ah, allen gefällt die Ausstattung. Limintop. Ach, es ist Sonntag, deshalb muss ich vielleicht noch nicht. Wie niedlich, der Papa hat gerade das Sprechen gelernt. Jetzt müsste er einen dunklen Sinn noch beibringen, wie man wieder aufhört. Das ist so ein schönes Sinn. Pike wurde von der Lehrer in der Lefromage-Kunstschule angemeldet. Pike wird sich auf ihre künstlerische Zukunft vorbereiten, indem sie die überteuerten Selbstentfaltungskurse besucht. Der Schulbus kommt am Montag um 9 Uhr. Also haben wir noch eine ganze Folge mit ihr. So, jetzt. Tarek ist fertig. Dann darf er jetzt erstmal was essen, noch Toilette, und dann muss er fleißig mit Büchern lernen. Kurt, Pabel, Bagoda. Oh, oh. Das war jetzt aber nicht gut. Zarwis Sasso. Ja, gehen wir mal in die andere Richtung. Bluff, Kadazi, Minafka. Ton. Okay, ich meine, das erklärt immerhin, warum die sich nicht gut verstanden haben. Sie ist auf der Toilette, hier ist jemand in seinem Alter. Grüßt ihn mal Freundschaften. Miyamsa, Stumsa. Shabemi Zampo. Wahi Zuba. Zub Jahani Mas. Zebi. Jazipto Mabazibi Rabi Gi. Lustige, lustige Geschichte. Ma Dani. Da, Sebi, Mior, in Erinnerung schwelgen an die Betreibzeit. Entschuldigung.
Tarek hat, die Stufe heiße Ware in das, innerhalb der Sozialgruppe der Sportler erreicht. Wie ist das? Ah, er kommt. Lass mich weggehen. Erkan muss doch jetzt sein Charisma noch ausbauen. Ah, ich verstehe. Kennt er den schon? Bekannter? Bekannter reicht vollkommen aus. So. Therese, freundschaftlich begrüßen. Nurko, read off! Seht ihr, was ich sehe? Ja, die beiden kennen sich schon gut. Glückwunsch! Erkan hat genügend Bekanntschaften gemacht, um die Fähigkeiten, Herausforderungen und Berühmtheit abzuschließen. Sieh im Fähigkeiten-Tagebuch von Erkan nach, um dich über deine Belohnung zu informieren. Ja, das ist die AD. So, was ich sagen wollte, jetzt können wir eigentlich mal sehen, richtig, wie das hier aussieht mit dem Gebäude, wo alles frei ist. Jetzt kann ich es mal schön rundum zeigen. So, das ist unser schöner kleiner Buchladen mit dem kleinen Park hier, wo er kann jetzt auch ein Buch lesen. Okay. So, ihr beiden solltet aufhören zu tanzen und Hilda wecken. Da kann sie nämlich die kaputte was auch immer reparieren. Er kann dann mit Fähigkeiten. Charisma. Derzeitige Freunde 2. Insgesamt benötigte Freunde 3. Das heißt, er muss nichts lernen. Aber es wäre ganz gut, wenn er sich tatsächlich mit ihr mal ein bisschen anfreunden würde. So. Unseren Ding haben wir ja hier. Genau. Tischtennis spielen mit Betty. Was? So, wie geht's unseren Kindern? Legt sie ihn rein oder raus? Gut. Dann setzt du Peter mal ab. Peter hier absetzen und Tupau beibringen, auf die Toilette zu gehen. Wir müssen es, glaube ich, direkt bei der Toilette machen. Beibringen, aufs Köpfchen zu gehen. Tupau. So. Genau. Schon zu spät. Warte mal. Also, mehr schmutzige Windel wechseln. Oh, Dabrock. Na ja, Gebiffer. So, einmal gut durchgezählt. Ah ja, oder mit Kralle angreifen, das ist so. Ambitubo! Huda Grey! Huda Grey! Und laufen beibringen. So, er will wieder nach Hause. Wie viele Bekanntschaften hat er denn jetzt? 23. Er muss also immer noch ein paar Leute dann kennenlernen. Und ich weiß auch schon, was wir da machen können. Dienste. Warte mal, es gibt doch noch andere Dienste.
Nein, nicht spielen. Du sollst jetzt... Ach, hier, Dienste anrufen. So, bestell mal das Feuerwerk. Ach, bestell mal Pizza. Gürzel. Webby Gürzel. So, was ist mit Pike? Pike fällt gleich tot ins Bett, also geh ins Bett. So, er hat den Pizza-Service angerufen. Das dauert so ungefähr eine Stunde. Ja, jetzt darf er auch ein bisschen spielen. Danke für die Bestellung. Wir werden die Pizza so schnell wie möglich bieten. So, und wie wir die Pizza geliefert bekommen, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Ich sag jetzt erstmal Tschüss und bis bald. Bis Mittwoch.